Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einmal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer Need for Speed Heat mit dem Unite Mod abstürzt bzw. crasht. Das ist das Thema vom heutigen Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Bevor wir allerdings reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ja, ganz einfach, euch kostet nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen, warum nicht, oder? Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Kuss geht raus. So, gehen wir aber direkt rein. Und zwar zu Beginn natürlich erwähnt, dass das Ganze mit euren Grafikeinstellungen zu tun haben kann. Also einfach mal kurz abchecken, ob ihr vielleicht zu hohe Grafikeinstellungen für euren PC verwendet. Wenn nicht, gehen wir direkt weiter, weil ich denke, dass das auch ziemlich obvious ist. Also einmal die Windows-Suche. Wir geben hier einmal Task Manager ein. Bei euch sieht es wahrscheinlich dann so aus. Wir gehen einmal auf mehr Details. Wir bekommen dann hier eine Liste mit all den Prozessen und Programmen, die wir derzeit auf unserem PC geöffnet haben. Und hier würde ich euch dann empfehlen, dass ihr einfach mal alle Prozesse und Programme, die ihr nicht benötigt, die auch relativ viel Kapazität ziehen, einmal beendet. Warum das Ganze? Damit wir einfach mehr Kapazität für Need for Speed Heat bekommen und somit einen Crash verhindern können. Hier oben können wir dann auch noch nach den einzelnen Komponenten sortieren, was definitiv auch Sinn machen kann. In meinem Fall sitzt hier zum Beispiel sehr viel Arbeitsspeicher belegt. Das heißt, ich kann mir mal nach Arbeitsspeicher sortieren, dann die jeweiligen Prozesse durchgehen und dann immer schauen, brauche ich den noch, wenn nicht, dann einmal auf End Task drücken. Das gleiche natürlich dann auch noch bei den anderen Komponenten und dann können wir den Task Manager auch schon wieder schließen. Jetzt für alle Nvidia-Nutzer unbedingt einmal die GeForce Experience App runterladen, falls ihr sie noch nicht habt. Und dann einmal auf Drivers gehen und hier unbedingt schauen, dass ihr die aktuellste Version vom GeForce Game Ready Driver installiert habt. Das heißt, hier einfach auf Download gehen und das Ganze herunterladen, damit ihr da unbedingt auf dem neuesten Stand seid. Genau, und dann gehen wir auch schon weiter, wieder in die Windows-Suche, geben jetzt hier Gerätemanager ein, öffnen diese App hier und hier bekommen wir dann eine Liste mit all den Geräten, die wir installiert haben. Und da können wir einmal beginnen, bei Display-Adapters reinzugehen, rechtsklick auf unsere Grafikkarte, Update-Driver, Search automatically for Drivers und hier gegebenenfalls natürlich wieder einen aktuellen Treiber installieren. Das gleiche könnt ihr dann natürlich auch noch bei Disk-Drives und bei Prozessors machen, sind meiner Meinung nach die wichtigsten. Genau, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch noch zum letzten Schritt ausprobieren und zwar euren Onboard-Audio-Treiber mal zu deaktivieren. Wie machen wir das? Wir gehen rein in das Dropdown-Menü Sound, Video und Game Controllers und hier einmal rechtsklick auf Realtek R Audio und dann ganz einfach auf Disable Device und dann nur noch auf Ja und um das zu übernehmen, müsst ihr noch euren PC neu starten. Das war es dann aber auch schon. Euer Need for Speed Heat mit dem Unite Mode sollte wieder ganz normal funktionieren und nicht mehr abstürzen. Wenn es geklappt hat, gerne Like, Abo und Kommentar da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.